Sitzung. Während einer vereinzelten Demonstration wurde Reshad Ameto, ein Printer, entführt. Am 14. März wurde Ameto tot mit den Folterspuren aufgefunden. April 2014. Dort der zwei ukrainischen Militär Sergei Kokurin und Stanislav Karachewski in der Zeit des Sturms der ukrainischen Militärstützpunkte auf der Krim. Am 25. und 30. Mai 2014 wurde kriminelle Aktivisten Timur Shamaidanov und Seran Zinedinov entführt. Bis jetzt gab es keine Informationen über das Schicksal und Aufenthaltsort diesen beiden Aktivisten mehr. Ukrainer Alexei Tsov und Alexander Kolchenko wurden im Mai 2014 in der Stadt Simferopol wegen des Verdachts auf Terrorismus festgenommen und wegen Beteiligung an der ukrainischen radikalen Organisation Pravi Sektor. Zwei weitere Mitglieder der Sabotagegruppe von Tsov, sogenannten, der Lehrer Alexei Tscherny und der Fotograf Gennady Afanasyev, die in dem Fall als Zeugen auftraten, wurden verhaftet. Alle Figuranten des Falles wurden gefoltert. Am 11. März 2015, ein paar Monate nach Festnahme von Artem Chigos, Mitglied der Medjlis der Kandidaten, wurden Talat Yunusov, Ali Asanov, Mustafa Degemedji, Eskender Libir und Asen Yunusov im Zusammenhang mit dem Fall des 26. Februar, sogenannten Fall, verhaftet. Von Januar bis April 2015 fanden auf der Krim Massendurchsuchungen und Inhaftierungen von Krim-Tataren wegen Verdachts auf Terrorismus, so gesagt, und Mitgliedschaft in der islamischen Organisation Hizb-ut-Tahrir statt, die in der Russischen Föderation und in Kasachstan verboten ist. Diese